Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft als erstes Mal. Muss ich mich hier alles ein bisschen leiser drehen? So. Jetzt hört sich das doch schon besser an. Ja, vielleicht doch nicht. Jetzt aber. Okay, jetzt können wir anfangen. Wir sind im Underground gelandet wieder. Letztes Mal haben wir hier ein paar... Ich hatte mal ein bisschen leiser. Kühe und so, Schafe gezüchtet. Und die fressen schön Gras, damit sie schön Wolle fallen lassen. So gefällt mir das genauso. Wie sieht's auf der Farm aus? Allerdings eine Form an. Bob ist leider immer noch nicht da. Mensch, Bob. Da haben wir nochmal einen. Cool, ich krieg keinen Samen raus. Bin ich jetzt eher uncool. Naja, was soll's. So, hier habe ich schon wieder alles vergessen. Wo war denn was drin? Hier war noch nichts drin. Hier oben war halt hier, ey, genau. Hier waren die Eier, okay, dann haben wir das hier alles. Mhm. Interessant. Was willst du denn hier? Du gehst jetzt erstmal ganz schnell wieder da rein. So. So macht man das. So macht das ein Profi. Hast du mal ein Ei gelegt wieder? Nein. Immerhin wächst hier schon Gras für dich. Das freut mich für dich. Ich schlafe erstmal eine Runde. Weil Schlaf ist toll. Wissen wir alle. Also schöne Musik. Ach. So. Ich glaube, ich baue jetzt hier erstmal schon Kies und Gras überall hin. Bleib oben, Kuh. Keine Angst. Ihr fliegt hier schon nicht raus. Erde? Da. Ja, wahnsinnig viel. Naja, was soll's. Ist ja gut. Gib mal Ruhe hier. Kann man auch mal so machen. So, da mache ich jetzt als erstes noch Schwein hin, glaube ich. Dann machen wir das noch hier hin. Nicht zu übertrieben. So. Und hier haben wir noch überall schon Erde rein. Wunderschön. Es wird. Hey! Pack doch nicht so durch den Zaun. Hallo? Nicht durch den Zaun backen. Mag ich nicht. Aber ich muss da heller machen noch. Und mir Wolle scheren, weil ich weiß zwar nicht für was, aber Wolle simuliere ich einfach in den Himmel. Und dann wird's hier schön. Wie im Paradies wird's hier. Ja, ja, ist ja gut. Könnt ruhig wieder ruhiger sein. Hier muss man aufpassen.
möchte ja eine schöne Viererhöhe haben. Aber darf natürlich jetzt nicht über den Kies auf die Schafe fallen, das wäre eher uncool. Ich glaube, das wird denen auch nicht so gut gefallen. Naja. Ist ja gut, ihr Kühe. Ich würde das nur gerne wieder ein paar Kühe killen, wenn ich Essen bekomme. Naja, komm, jetzt graben wir hier noch ein bisschen frei. Das war schlecht. Ja, was soll's. Nee, warte. Ich schau erstmal rüber zur Farm. Und ihr könnt gefälligst mal wachsen. Bob vermisse ich auch schon. Naja. Besser als nichts, sage ich mal. Kann ich immer noch eine Kuh vermehren? So, wer möchte? Du und du. Du und du. Vier Leder, das ist ein Traum. Nur zwei Fleisch. Naja, was soll's. Vier Leder, das ist ein Traum. Da schon 7 Leder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Moment mal. Ich meine, ich kann mir schon 7 Bücher machen. Was laber ich? Und 2 Fleisch habe ich hier. Nee, ja, 7 mal 3 sind 21. So müsste das gehen. Ja, 7 Bücher. Cool. Dann kann ich mir schon mal zwei Bücherregale machen. Juhu. Wenn das nichts ist, 15 brauche ich. Baum. Baum. Bitte enttäusche mich nicht. Ich will nicht schon wieder einen neuen entschieden müssen. Da habe ich schon einen, sehr schön. Ich will noch mehr. Das sind 2 oder 3 noch. Das. Keiner mehr. Doch, ich habe was gehört. Zwei habe ich, immerhin. Immerhin, ne? Gut, gut. Ich nochmal zu meinen Schafen. Weg da. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kühe drin. Gut. Ich muss immer wieder zur doofen Farm schauen, damit da abgeht mehr. Hier sieht es schon schön aus, hier noch nicht. So, genau deswegen grabe ich jetzt hier einfach mal. Okay. Alles abgraben. Auch hier in der Viererhöhe. Das schön einheitlich ist. Komm, bisschen schneller. Wir wollen ja alles schön haben. Das Feld erweitern wir einfach
Können wir bestimmt noch doppelt so lange erweitern einfach. Bis ich endlich Kartoffeln und Karotten finde. So. Hier wird aus Clay gebaut. In dem schönen LP hier. So. Und da muss dann, glaube ich, Greenstone hin, damit es dahin passt. Schön überall. Jawohl, wunderbar. Aber ich hätte vielleicht hier nicht so drauf hüpfen sollen. Wieso habe ich jetzt das zweite noch weg? Das war ein Versehen. Oh. Da muss ich es ja schon fast erweitern. Jetzt habe ich schon vier von den Teilen. Juhu. Und ich habe noch beschlossen, hier mit zwei, das können wir offen lassen, ein bisschen auch. Damit es ein bisschen freundlicher aussieht, alles. Und kaputt die Spitzhacke. Uncool. Ich gehe mal zurück zu meinen Kühen und fütter die erstmal ein bisschen. Lass mich kurz rein und jetzt kommt her. Kommt, überfallt mich. Du und du. Und du und du. Viel Spaß. Seid ihr schon zu neunt? So, nee, da ist ja Eisen. Also rein theoretisch. Aber dann ist es halt hier. Was soll's? So. Was haben wir denn hier? So. Das lassen wir alles hier. Brauchen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht. Nehmen wir mit. Eine Schaufel mache ich noch. Ein Schwert habe ich noch. Nur ein Steinschwert. Vielleicht ein Eisenschwert. Den brauche ich nicht. Was ich noch brauche. Fleisch. So. Und zwei Leder, das finde ich auch cool. Und zwei Bücher schon wieder gemacht. Schon haben wir wieder drei. Ne, komm, das kann ich später machen. So, Fleisch. Aber jetzt. Ein Schwert. Dann. Ein Brustpanzer. Eisenschuhe. Eine Hose. Ein Helm. Stöcke und damit noch eine Spitzhacke gleich. Und eine Schaufel. Und das sieht doch gut aus. Wie viel Flint haben wir so? Federn haben wir aber noch keine. Fällt mir gerade auf. Flint hätten wir schon einiges. So, dann 5. Hallo.
Maus, Maus, Maus. Meine Maus spackt gerade rum. Ich glaube, ich brauche neue Batterien für die Maus. So, jetzt hole ich mir aber noch mal ganz kurz die Schere und schere die Schafe. Alles schön mitnehmen. Alles muss mitgenommen werden hier, ja. Ein Ei? Ich habe ein Ei, cool. Mann! Von zweites Huhn. Auf geht's! In die gefährliche Höhle hinein. Wo lang gehe ich denn? Weg von dem Enderman, den ich höre. Natürlich, erstmal dahin, wo überhaupt kein Licht ist. So muss es sein. Okay. Kohle. Enderman töten. Oh yeah. Na komm, den Zombie, den nehme ich doch. Da hinten ist Eisen. Hier ist auch Eisen. So, jetzt fühle ich mich aber sicherer mit der Rüstung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt müssen wir nur das Zeug, was wir für die Rüstung... Das Eisen, was wir für die Rüstung ausgegeben haben, wieder sammeln. Hoppla. So war es nicht geplant. Sand, überall Sand. Davon brauchen wir auch noch eine Menge für die Challenge. Also 25. So. Gut. Nein! Nimm sie nur. Könnten wir so einen schönen künstlichen Strand bauen. Aber jetzt will ich hier erstmal freibuddeln. So. Gut, jetzt gehe ich aber trotzdem erstmal da oben. Auf welche Höhe sind wir eigentlich? Wir sind noch ziemlich hoch. Das ist der Enderman. Der ist mir jetzt erstmal relativ egal. Der greift mich nicht an. Ich tue ihm nichts, er tut mir nichts. Das ist so ganz natürlich. Wie du mir, so ich dir, und deswegen... Wie du mir, so ich dir, erschreck mich nicht so, du Arsch. Du stirbst jetzt, ja? Erschrocken. Scheiß Arsch, ah. Meine Diamantspitzhacke aus dem LP. Komm schon, Spiel. Ich will heute auch mal was Diamanten finden hier. Das wäre doch auch mal was Schönes. Wenn ich immerhin schon mal in Neta gehen kann, was auch immer ich da machen will. Das weiß ich ja selber noch nicht genau, aber ich will Diamanten. Einfach weil Diamanten cool sind. Reicht das nicht als Begründung? Okay. Gehen wir jetzt hier weiter einfach.
bis zum geht nicht mehr weiter. Wir finden schon einiges an Kohle. Hätte ich mal so viel Kohle im Real Life. Okay, eigentlich ist es ganz okay. Man wird so viel, wie ich arbeiten gehe. Kommt schon einiges bei zusammen, glaub mir. Aber naja, was soll's. Wer viel arbeitet, sollte auch viel Geld bekommen. Ganz einfach. So sehe ich das immer. Wie viel arbeite, will ich auch viel Geld bekommen. Macht Sinn, oder? Am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, dachte ich mir, oh Gott, ich habe nie Bock, als ob ich jetzt so viel arbeiten gehen würde. Und dann tue ich das aber so viel. Naja. Gib endlich her mit dem. Ach Gott. Kommt sogar noch hin. Mann! Jetzt ist aber nichts mehr weiter um, Gott sei Dank. So macht es ein Profi. Einfach ganz weit die Arme strecken. Mein Spitzhacke geht allein von Kohle kaputt. Das ist schon krass. Haben sie echt gut gemeint mit Kohle. Aber Gott sei Dank. Von Holzkohle leben, das wäre nichts für mich. Spinne! Sehe ich da gerade? Seht ihr auch, was ich sehe? Ihr seht auch den Spinnenspawner! Sagt es mir. Alter! Melon, 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 Melon. Melon. Melon, Melon, Melon. Weed nur. Oh, Melon, Melon, Melon! Nein! Was will ich denn mit so vielen Eimern? Also echt mal. Mann. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mir mehr erhofft. Naja, ich habe einen Spawner gefunden. Ich nehme das, was ich habe, mit. Ganz einfach. Eisen gibt es eine Menge Kohle. Kohleprobleme werde ich keine haben. Wenn doch, mache ich irgendwas falsch. Den nehme ich natürlich auch mit schön. Den Moosboden da. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit bauen soll. Irgendwas werde ich schon finden. Haben oder nicht haben, oder? Sag ich da mal. In jeder Ecke versteckt er sich. Kisten nicht vergessen. Komm, 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 schneller. Gut. Hoppla. In der Hand zersprungen.
48, sehr gut. Gute Ausbeute. Ich hätte gern Skelett spawnen, aber da könnte ich dann einfach schön Dings eine Mobfarm hinbauen. Best noch in der Nähe vom Zuhause, das wäre krass. Damit auch immer welche spawnen. Und wenn man Skelette braucht, ganz einfach dahin gehen. Das war schon, okay. Schade. Dann kehren wir mal um. Ich habe schon 2,5, 6 Kohle wieder. Das ist echt krank. Auf, weiter geht's. Fällt auch zum Verzaubern, brauche ich auch Diamanten. Ich müsste mal runter auf die richtige Höhe, obwohl Diamanten gibt es ja eigentlich die ganze hier auch schon. Wenn ich mich da richtig erinnere. Das eine Eisen hat sich ja auch gelohnt. Erstmal da, wo es aussieht, als würde es nicht weitergehen. Gut. Na dann. Clay, Clay, Clay. Ich brauche viel Clay. Komm. Muss irgendwann echt mal Clay sammeln gehen. Ich sag einfach bei 3 Doppelkisten. Ist das genug. Aber das Ziegelstein bauen ist cool. Das bietet sich ja geradezu an, seine Basis mit Ziegelstein zu bauen. So mache ich, glaube ich, das Kistenlager. Das Ziegelstein. Nimm jede Kohle mit, was ich hier finden kann. Später bin ich bestimmt irgendwann nochmal froh drüber. Wie viel Kohle es hier gibt, das ist so übertrieben cool. Bisschen Eisen wieder mal, kann auch nicht schaden. Da haben wir jetzt 24. Da ist noch nicht wieder drin, die Expedition vom Eisen her gesehen. Die Kohle sammle ich jetzt auf dem Rückweg. Komm her. Das ist mir sonst zu undurchsichtig. Okay, war natürlich super. Hat sich gelohnt, der Weg hierher. Muss man einfach sagen. Naja, Kohle abgreifen noch. Kohle ist wichtig. Komm schon, komm schon, komm schon. Juhu. Muss zugeben, ich bin noch etwas müde. Gerade erst aufgestanden. Oh, da ist Kohle. Uni ist anstrengend. Wenig Zeit, viel Arbeit. Mit Arbeit meine ich jetzt auch Arbeit. Für die Uni muss ich natürlich auch einiges machen. Aber keine Angst, die Videos vernachlässige ich nicht währenddessen. Das wäre noch schön. Das wäre echt scheiße. Man, es macht mir auch Spaß zu zocken und ja. Ändern, schneiden und so.
Die Schneiderarbeit spare ich mir, indem ich einfach immer nur ein Video aufnehme. Dann geht das recht schnell. Ja. Cool, da habe ich jetzt 4 Stacks Kohle. Etwas Eisen. Und einen Spinnspawner. Da sehe ich Eisen leuchten. Sehr gut. Ach Gott, ist das hier tief. Immer ein bisschen Eisen abgegriffen, die Kohle lasse ich jetzt echt mal Kohle sein. Hier hört sich das an, als wären hier ziemlich viele Zombies. Zombie-Spawner, Fragezeichen. Slime. Weg da. Wo kommt denn ihr schon wieder her? Bin Level 30. Kletter ich denn jetzt schon wieder empor? Ich weiß auch nicht, ich bin ziemlich hoch, 97. Ja, und die Spitzhacke zerstöre ich jetzt noch. Ne, viel zu hoch, ich muss hier woanders hin. Ich muss in die Tiefe. Aber wenn wir schon mal dabei sind. Bisschen Sand kann nie schaden. So, dann gehen wir noch mal hier lang. Hier ist ja auch noch was, soweit ich weiß. Genau. Oh. Da unten sehe ich Licht. Eine Fackel, interessant. Interessante Sache. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Muss mal nachschauen. Oh, schon wieder 30 Minuten vorbei. Warte, sehe ich da hinten irgendwas Spannendes? Nee. Aber hier war noch was Spannendes. Genau dort. Haha, Zombie. Deswegen nehme ich das jetzt noch mit. Oh ja, boom. Boom. Sehr gut. Und damit zu... Oh, ein Baum ist gewachsen. Juhu. So. Ein paar Farmarbeiten müssen noch erledigt werden. Oh Gott. Volle Kiste, da schau mal an. So, was hier nicht reinpasst, kommt hier rein. Kohle wird einfach dorthin gelegt. So. Gut, Farmarbeiten. Da ist auch schon wieder schön viel gewachsen ist an Weizen, sehr gut. Rosé-Rosenblätter, aber die habe ich nicht. Oder ich tue einfach irgendwas anderes drüber. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Endlich mal schön viel Weizen. Juhu. Das gefällt mir.
26 Samen. Komm, die 6 anderen, die kann ich doch mal anders auch verbraten. Es wird Zeit, dass ich das Video beende. Schere brauche ich. Was brauche ich noch? Das nehme ich kurz mit. So, Dingens hier. Dingenskirchen. Die Axt. Gib mir mehr als ein Setzling. Mach mir keine Angst, Baum. Ich will nicht cheaten. Baum. Normalerweise kommen 5, 6 oder noch mehr raus. Dann, wenn es drauf ankommt, wenn man die braucht, dann nicht. Ganz ehrlich, was soll denn das? Dummes Spiel. So, her mit eurer Wolle. Raus da. Lass mich hier rein. So, und jetzt wird fortgepflanzt. Hier. Die nächsten zwei. Und wer will noch? So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Schafe, 8 Kühe, passt perfekt. So. So. Das war zu viel Papier, fällt mir gerade so auf. Na, was soll's? Mir doch egal. Zwei Bücherregale. Haben wir schon 4. Das passt. Gib mir mal ein Stack hiervon. Kommt da rein. Gut, dann versuchen wir es nochmal mit dem Baum. Und hoffen, dass der uns Setzlinge gibt. Was ist denn die Voraussetzung für Setzlinge, dass da welche rauskommen? Toll, wieder keiner. Wieder keiner. Es ist unfassbar. Na, mir reicht's jetzt. Mir reicht's jetzt erstmal. Wo haben wir denn schon was verändert? Dort. Zumindest so ein bisschen. Das sieht doch schön aus. So. Wunderschön. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Kommentiert und bewertet das Video und bis bald. Tschüss.